Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Soundcheck im Mercedes-Benz GLC. Heute mit der Burmester-Anlage. Sternchen. Denn wir haben so leichte Problemchen, beziehungsweise die großen Problemchen unserer Zeit, nämlich die Halbleiterknappheit, hat dieses Modell insbesondere jetzt erwischt. Ein, zwei Sachen sind auch noch rausgestrichen worden, aber im Moment sieht es leider so aus, dass diese Anlage nicht bestellbar ist. Das heißt, auch die Infos, die sonst in der Preisliste zu finden sind oder in den Pressemappen oder sonst was, sind alle weg, alle gelöscht. Das heißt, ich muss jetzt wirklich so rein aus dem Gefühl euch hier was erzählen, denn Infos zu diesem System zu finden sind im Moment sehr schwierig. Auch alte Preislisten sind alle irgendwie vernichtet worden, weil dieses System einfach derzeit nicht verfügbar ist. Aber ich habe mal reinhören können, es soll wieder kommen. Also das Video macht schon irgendwo Sinn, nur im Moment, jetzt gerade heute, zum Zeitpunkt dieses Videos, nicht verfügbar. Dementsprechend kann ich auch gar nicht sagen, ob das Variante 1 oder Variante 2 ist oder ob es überhaupt zwei Varianten gab. Ich glaube nämlich, es gab zwei Varianten vom Burmester Soundsystem. Die Einstellungsmöglichkeiten würden eher auf die einfache Variante hindeuten, aber gut, gehen wir einfach mal durch. Wir haben mit der Burmester-Anlage einen Aufpreis, den ich euch nicht nennen kann. Wir haben, ich glaube, ja doch, ich glaube, es ist die einfache Variante, denn ein paar Sachen sind nicht von der Einstellung nicht möglich. Die grundlegenden Sachen sind möglich, so ein Equalizer, besser mit den Höhen und, lass mich nochmal kurz reinschauen, die Klangfokussierung, also auf einen der vier Sitze mehr in die eine oder die andere Richtung oder auch auf alle und verschiedene, also zwei Klangprofile, Pure und Surround. Pure ist sehr schön für die Sachen wie Podcast oder sonst was, da die Bässe da generell sehr schön rausgefiltert werden. Das heißt auch Podcast, die, eventuell könnt ihr das vom Zuhören, aber die gerade diese kräftigen Laute plötzlich haben, die erkennt das System und filtert die raus, dass die beim langen Zuhören nicht so nerven. Also kenne ich von mir einfach, es gibt so ein paar Podcasts, die höre ich vom Inhalt sehr gerne, aber höre sie dann auch nicht so oft, weil dann gewisse Stimmmuster mir auf den Keks gehen und genau das filtert das System hier raus in Pure. In Surround ist es so, dass es vor allem das Klangvolumen dann erhöht und ein bisschen mehr Krawall durchkommt, ein bisschen mehr Bum-Bum durchkommt. Dann gehen wir durch die Playlist durch, da sind ja jetzt so ein paar neue Sachen mit hinzugekommen. Dabei muss ich sagen, Beat Hotel, super nice in diesem Auto hier drin, super schön vom Klang. Ich glaube, das war so eine der Klangrichtungen, wo dieses System her optimiert wird. Und das merkt man auch. Das wird richtig schön klar und ich glaube auch genauso, wie das gedacht ist, wiedergegeben. Studioqualität würde ich das jetzt mal nennen. Hereafter war okay, wobei ich da sagen muss, die eher rockigen Sachen von der Playlist sind nicht unbedingt die Stärke des Burmester Soundsystems hier im GLC auf dem Null-Level. Wenn man in den Höhenmitten und Bässe noch ein bisschen rumspielt, wird es besser, aber auf dem Null-Level, wo wir das Ganze auch irgendwie immer anhören, ist es nicht unbedingt das beste Klangschema. Da gibt es andere, so diese klassischen Richtungen sind da besser für das System. Prolog hingegen, das war die Ausnahme aus dieser rockigen Ecke, war sehr kräftig und sehr erfüllend, würde ich das jetzt mal nennen. Tool genauso, auch sehr kräftig und richtig deftig. Laila wiederum war sehr schön zum Anhören, allerdings von der Qualität nicht so gut wie Beat Hotel. Obwohl es ja so die ähnliche Akustikrichtung ist, war es nicht so gut vom Zuhören. Dann die Hip-Hop-Richtung mit Put-On war kräftig, aber bei weitem nicht so erfüllend wie in anderen Systemen, sagen wir mal so. Denn das kann ich jetzt schon mal sagen, da kommt noch mal ein bisschen mehr jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich. On My Level war dann allerdings wieder, es ist ja eigentlich dieselbe Richtung, dieselbe Hip-Hop-Richtung, aber das war dann wieder so Vibration im Sitz, würde ich das jetzt mal nennen. In the Air Tonight dann hingegen wieder so als Klassiker. Auch richtig, richtig ordentlich, richtig emotional aufbauen. Richtig schön. Dann das Duett namens Tell Him.
Ist auch wieder sowas, wo ich das Gefühl habe, da ist das Bohrmeister-System hinorientiert, in diese Richtung, in diese eher akustische Richtung. Denn der Fokus auf die Höhen war top-notch, aber dabei auch nicht zu überspitzt, dass das dann irgendwie ins Klirren übergeht, sondern einfach eine super klare stimmliche Wiedergabe. Und ja, die letzte, ich sage, ich nenne es mal die Retro-Edition zu der Playlist. Türlich, war mit eines, eigentlich, wenn man das jetzt mal in die Hip-Hop-Richtung reingehen würde, würde ich sagen, das ist mit das beste Lied Hip-Hop-mäßig in der gesamten Playlist für dieses System gewesen. Was mich doch ein bisschen überrascht hat, weil die anderen ja doch ein bisschen mehr bieten. Die Put On My Level ein bisschen mehr von der Grundversion mehr hergeben, aber vielleicht ist es auch im Soundprocessing einfach gesagt, nee, das regeln wir so ein bisschen runter. Natürlich kann man hier die Bässe noch mal ein bisschen aufdrehen, wem das nicht reicht. Also das ist definitiv möglich. Wem das zu viel oder zu wenig Vibration ist, da lässt sich einiges verstellen, sodass man ganz stark in die Fokussierung gehen. Die Stimme interessiert mich gar nicht. Ich möchte eigentlich nur durchgeschüttelt werden. Geht auch. Genauso andersrum, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich mehr so eine Klangfokussierung auf die Stimme, wobei Pure das an sich schon besser macht, als der Equalizer das möglich macht. Insgesamt ist schwer zu sagen, weil ich jetzt natürlich nicht weiß, was das ganze System hier kostet. Aber ich meine, ich habe es im anderen Video gesagt und ich bleibe auch dabei und ich stehe auch dazu. Das beste Soundsystem der Mittelklasse steckt im Schweden. Ganz klar, wird jetzt auch hier wieder deutlich. Selbst wenn das jetzt hier das obere oder das mittlere wäre, ich glaube nicht, dass es auch von der Klangkulisse noch mal ein bisschen höher kommt. Da sind einfach ein paar Lücken drin. Es war kein Moment dabei, wo man irgendwie, ich sag mal, Freudentränen geheult hat, sondern es ist ein extrem gutes System. Ich würde es auch mit als eine der Optionen im Fahrzeug sowieso mit reinwählen. Da würde ich andere Sachen garantiert weglassen dafür, für dieses Soundsystem. Denn es macht einiges her, es macht auch optisch einiges her. Aber es ist nicht das Beste der Mittelklasse. Früher hätte ich immer gesagt, das ist, also die Burmester Soundsysteme sind einfach die besten, die man haben kann. Aber, und ich glaube, das kommt zu großen Teilen durch die Playlist, mit dieser Vergleichbarkeit ist es, sagen wir mal, von der Klangrichtung eher auf was anderes getrimmt. Eher auf diese akustischen Sachen, eher auf ruhigere Sachen, eher auf, sagen wir jetzt mal, Mercedes-kundentypische Sachen und nicht auf diese kräftigen, erfüllenden Sachen. Man möchte dem System eigentlich schon fast unterstellen, dass das Surround-Klangprofil mehr so drin ist, um noch so einzelne 10%, die das eventuell haben möchten, glücklich zu machen. Aber der eigentliche Fokus liegt auf dem Pure-Setting, was auch insgesamt und vor allem auf langen Strecken besser klingt. Und das war's mit dem Burmeister Soundsystem im GLC X253 Modellpflege 2019. Wenn zu dem Zeitpunkt, wenn das Video hochgeladen wird, die Preisliste wieder aktualisiert wird oder das irgendwann später der Fall ist, dann findet ihr die Infos zu Preisen und Wattleistung und sonstiges in der Videobeschreibung. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann müssen wir leider weiter Rätsel raten und warten, bis die Halbleiterknappheit in dieser Ausstattungsform fertig ist. Oder wir warten einfach, bis die neue Fassung des GLC kommt. Dann bin ich mir relativ sicher, wird das neue Soundsystem dann definitiv wieder bestellbar sein. Aber für den Moment können wir da leider nichts machen. Ich wollte es auf jeden Fall irgendwie mitnehmen, denn es ist ja auch so von der Marke eines der wichtigeren oder einer der besseren, die man vielleicht auch mal irgendwie reinhören sollte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, je nachdem. Und gerne bis zum nächsten Mal.